Freunde der dunklen Seite, es ist fast geschafft. Das Jahr 2013 neigt sich dem Ende. Und ich wollte auch nochmal mit einem Video das hier auf YouTube zum Abschluss bringen. Mit einer kleinen Jahresrückblicksfolge. Und da wollte ich direkt im März einsteigen. Und zwar ging es ja da erst richtig los hier auf dem Kanal, sage ich jetzt mal, mit Tomb Raider und dann nicht etwa mit dem Let's Play, zu dem ich gleich noch kommen, sondern mit dem Unboxing. Das war der 4. März 2013. Der Postbote klingelte an die Tür und ja, ich nahm das Paket entgegen und ich war voller Freude, dass ich noch bis 0 Uhr warten konnte, dass ich das Spiel aktivieren kann auf Steam. Und da fiel mir ein, jetzt machst du mal ein Unboxing, aber ich habe ja keine Kamera gehabt. Also hatte ich mir irgendwas rausgesucht hier aus den ganzen Regalen und fand dann eine alte Webcam rumfliegen mit der scheußlichsten Qualität, finde ich, heutzutage. Und da habe ich es irgendwie doch hingekriegt, es an meinen Bildschirm anzufestigen, und dann habe ich irgendwie versucht, jetzt irgendwas aufzunehmen, habe mich nicht vorbereitet. Ich wollte unbedingt ein Unboxing machen, das haben so viele gemacht, Unboxing-Videos, das will ich jetzt auch machen. Und da habe ich irgendwas gemacht und dann nach 8 Minuten habe ich es dann hochgeladen. Und die 8 Minuten habe ich dann hochgeladen. Und ja, und dann mit dem Let's Play einen Tag später, da kann ich ja offen zugeben, es ist jetzt auch keine Werbung, Sarazar, der hatte das auch gespielt und dann wollte ich unbedingt genau gleich mit ihm starten. Dann hatte er irgendwie eine lange Folge gehabt. Und dann schrieb ich sofort in meinen Kanal, unter Feed, ich mache jetzt 2 Folgen. Das war, glaube ich, noch in so einem Let's Know. Das habe ich ja alles gelöscht. Das waren nur Ankündigungsvideos. Da hatte ich dann reingeschrieben, ja, ich starte mit 2 Videos. Dass ich da auch wirklich zeitgleich bin. Keine Ahnung, warum ich das so machen wollte. Ich wollte unbedingt mit einem der Großen mithalten. Auch wenn ich wusste, dass es nicht klappt. Ich wollte halt so von der Geschwindigkeit gleich sein. Aber das hat ja, wie gesagt, nicht geklappt. Ja, beim Let's Play Tomb Raider ist mir das erste Mal so wirklich klar geworden, dass es mehr ist als nur aufnehmen und irgendwas spielen. Ich glaube, weil das Spiel gerade so richtig aktuell war und das war das erste richtig aktuelle Spiel, was ich zeitgleich auf dem Kanal Let's Play habe, das wollte ich so gut wie möglich machen und dann habe ich mich, glaube ich, auch deswegen in den Arsch gebissen. Hab irgendwas erzählt, habe eine Datei, mir eine Datei geöffnet, habe jede Folge im Vorfeld schon eine Überschrift gegeben, eine Inhaltsangabe, ich wollte alles perfekt haben. Ja, und das mit dem Outer City hier, wie heißt es? Halt mit Mikro lauter machen und In-Game-Sound leiser, das ist halt, was ich eigentlich schon von Anfang an richtig hätte machen sollen. Habe ich da erst richtig rumexperimentiert. Ich wollte es halt richtig perfekt haben, jetzt wiederhole ich mich. Ja, und jetzt erstmal selbst zum Spiel. Tomb Raider war, fand ich, ein klasse Reboot. Ich hatte ja vorher schon Anniversary, Underworld und Legend, jetzt in einer anderen Reihenfolge, gespielt.
Und Tomb Raider war das Spiel des Jahres für mich, was ich selber gespielt habe. Das waren ja nicht viele aus 2013, die ich gespielt habe. Ja, es war ziemlich fesselnd, emotional spannend. Ich habe mich sofort in die Welt hineingesteigert. Mir kam bei der Stelle mit nee, Knut hieß er nicht. Mit dem, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Auf jeden Fall will jetzt auch nicht spoilern, als die Stelle dann mit ihm kam, als er sich vor Lever geworfen hat. Jetzt habe ich gespoilert, glaube ich. Da kam mir auch ein bisschen Pipi in die Augen. Das schrieb ich ja auch in der Beschreibung oder hab sogar auch im Let's Play gesagt. Ja, das war ja eigentlich dann schon der März. Und dann kam das nächste große Ding für mich persönlich auf YouTube. Das war der, ich guck mal nach. Oder ich lese mal nach. Das war der 30. Mai um 0:58 Uhr. Da hatte ich auf einmal eine dreistellige Abonnentenzahl da stehen. Und wie auch in einem der ersten Videos, die ich hochgeladen habe, ich wusste immer noch, da, das gibt's auch nicht mehr, da hatte ich ja schon gesagt, das war 20 Abonnenten, dass ich das gar nicht geglaubt hätte, dass überhaupt jemand meine Videos guckt oder auf diesen, sagen wir mal, Follower-Button drückt, dass er, da, also dass 20 Leute wissen, dass ich überhaupt Videos mache. Jetzt sind 167. Das ist ja immer so am Pendeln. Mann. Und ja, ich kann. Da war ich echt von den Socken, dass das jetzt schon dreistellig wird. Und ich sehe ja bei vielen anderen ja immer, die bedanken sich ja für alle 10 Abos und machen, hauen so ein Special raus. Das habe ich noch nicht gemacht. Und das finde ich auch irgendwie nicht nötig, überhaupt sowas zu machen, weil ich könnte jeden Tag einfach nur Danke sagen. Danke, 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 dass das jetzt schon über 150 Abonnenten sind. Viele sagen ja, man soll sich nichts aus der Zahl machen, aber Mann, ich muss einen Husten unterdrücken. Für mich ist das schon wichtig, zu wissen jetzt, so viele Leute haben in der Abo-Box deine Videos stehen. Und mit Glück gucken sie die sogar. Ja. Mann. Ich sag einfach nur Danke. Ich würde es jetzt schreien, aber sonst beschweren sich die Leute im Nebenzimmer, ist nämlich ja jetzt Silvester. Und ja, das eigentliche große Ding auf dem Kanal dieses Jahr war ja eigentlich die große Splinter Cell. Wie sagt man das? Sechs Trilogien? Nee, die zwei Trilogien. Zwei Trilogien von Sam Fisher, Splinter Cell. Das fing ja schon im Januar an, also vor Tomb Raider. Da ging es ja, ja, mit dem ersten Teil natürlich los. Fand ich auch chaotisch, so vom Ton her. Man hat mich kaum verstanden oder ich habe gar nichts erzählt. Und dann hat sich das auch eigentlich während Tomb Raider gebessert. Dann kam, glaube Mann, da kam, glaube ich, da lief, glaube gerade Pandora Tomorrow oder Chaos Theory. Und ab bei Double Agent war es dann so, ich weiß nicht, ob man das gemerkt hat, da habe ich jedes Level einzeln aufgenommen. Also am Montag das Hauptquartier, Dienstag
die andere Mission. Also, ich hatte wirklich jede Folge einzeln aufgenommen und dann hatte ich sie halt in zwei oder drei Teile gesplittet. Und ja, bei Conviction war es dann halt nicht mehr so. Da hatte ich das, ja, da war es ja so bei Conviction, ich wollte Blacklist unbedingt zeitgleich zum Release hochladen und da ich das mit Splinter Cell an den ersten Splinter so verpennt hatte und erst später hochgeladen habe, passte das nicht mehr, dass ich genau zu Blacklist, Splinter Cell Blacklist, da auch schon mit Conviction fertig war. Da hatte ich ja Conviction innerhalb ein oder zwei Wochen durchgezogen, jeden Tag zwei Videos, nur damit ich Blacklist zum Release hochladen kann. Und da kam ja auch dann wieder parallel zu einem Unboxing, was meiner Meinung nach viel besser ablief. Da hatte ich dann auch eine neue Kamera gekauft, aber ja, hatte ich dann so schräg am Schreibtisch hängen, welche eigentlich, weil ich nix habe, oder ich hatte kein Stativ einfach. Dann hatte ich mir die da irgendwie so krumm hingestellt, dass ich überhaupt was aufnehmen konnte. Ich hatte ja schon 3 Stunden davor angefangen, wie kann ich das jetzt machen? Stell ich die jetzt auf den Stuhl, die Kamera, damit die gerade ist, oder Schuhkarton oder irgendwas halt. Und ja, das Unboxing lief dann, glaube ich, im Gesamten auch viel besser, flüssiger. Da hatte ich ja dann auch schon ja, ein bisschen, sag mal, experimentiert. Da hatte ich ja gesagt, so, und die weiteren Bonusinhalte sind, und habe ich dann den Trailer laufen lassen. Ja, und dann Splinter Cell selber, das Spiel war, also es war besser, als ich gedacht hatte. Ich dachte, es wäre, na, was ich gedacht hatte. Ich setze mir ja nie Erwartungen. Wenn man sich Erwartungen setzt, dann wird man immer enttäuscht. Ich fand Splinter Cell besser als gesagt, wie gesagt. Da ich mir ja keine Erwartungen gesetzt habe, halt dieses ganze Rüstungsdingen, mit dem Aufrüsten, die verschiedenen Arten von Missionen, Briggs, Charlie, Grimm, und ja, wie schon in der Videobeschreibung dann halt vom letzten Part, habe ich ja halt schon geschrieben, dass ich es halt enttäuschend fand, dass man wirklich nur springen konnte, wenn man springen darf, oder hochklettern, wenn es unten liegend steht. Das hat irgendwie so ein bisschen mich immer aus dem Spiel gezogen, weil ich will meine Freiheiten haben. Und ja, da rede ich hier schon 14 Minuten. Nur über 2013, obwohl das gar nicht so viel war auf meinem Kanal. Da könnt ihr euch bei Gronkh, Sarrazar, Pietsmiet, Commander Krieger und wie sie alle heißen. Die haben Mann, die haben viel mehr erlebt. Ja, ich glaube, das schließe ich jetzt Mann, noch nicht ab. Denn neben Splinter Cell habe ich vergessen, lief ja noch ein anderes Let's Play, deren ersten Teil ich ja schon 2012 angefangen habe, und ja, 4.2 war ja, wie war's? Also ich kannte es ja schon, und obwohl ich's ja nicht wollte, hab ich mich, glaube ich, häufiger mal erschrocken. Dabei war es ja nicht so gruselig, wie es eigentlich früher sein hätte sollen. Ich glaube, das war, weil man
vom ersten Teil schon so gewöhnt war und es nichts mehr Neues war. Ja, jetzt aber wirklich 2014. Ja, was gibt's 2014? Ich kann euch versprechen, es wird mehr Star Wars geben, denn die erste ursprüngliche Idee wirklich meines Kanals hier war, da habe ich ja mit Jedi Akademie angefangen oder Jedi Academy, wie man es auch nennen will, dass ich wirklich nur Let's Plays von Star Wars mache und dann hatte ich einen Fehler gemacht, habe nach Star Wars Jedi Akademie und Republic Commando hatte ich sofort Old Republic angefangen und das war ja ein MMO natürlich. Das wusste ich auch und dann war es irgendwie doof, ja, noch ein anderes Star Wars nebenbei zu machen. Und jetzt sage ich schon wieder, und es wird halt mehr jetzt Star Wars geben. Old Republic wird jetzt erstmal gestrichen. Nach Angry Birds Star Wars geht's sofort weiter mit was anderem von Star Wars. Das kann ich euch schon mal verraten. Battlefront 2. Und zwar einfach den zweiten Teil, weil die Kampagne so mehr an Republic Commando anschließt. Und so wollte ich das dann auch weitermachen, dass es von der von der Zeit her immer weitergeht. Das heißt, nach Republic Commando kommt ja, Battlefront 2. Und dann könnt ihr selber raten, welches Star Wars Spiel dann noch kommen. Zum Beispiel Force Unleashed. Und ja. Mehr verrate ich nicht. Es gibt ja noch mehr. Ja, was gibt's denn noch? Außer mehr Star Wars, was eindeutig kommen wird, mehr Star Wars. Es wird vielleicht ein, zwei Replays geben, also ich werde die Spiele nochmal spielen. Besserer Qualität natürlich. Bessere Qualität jetzt von der Auflösung und von mir selber. Das war ja, die ersten Let's Plays 2012 waren ja mehr ein Walkthrough statt ein Let's Play, die ich am liebsten ja löschen würde, aber mache ich nicht, weil es halt History ist des Kanals. Das zu 2014. Es wird natürlich nicht nur Replays und Star Wars geben. Es wird noch eine andere Spielereihe geben, aber ja, die wird auch wieder so mehr aktuell sein. Aber es wäre ja langweilig, wenn ich euch jetzt schon alles erzählen würde. Ja, 2014 abgehakt. 2013 auch so einigermaßen abgehakt. Auch wenn es in die Länge gezogen wurde von mir selber. Jetzt gucke ich auf die Uhr. Es ist fast halb fünf. 7 Stunden ist es vorbei. Mann, Mann, Mann. 7 Stunden ist es vorbei. Ich wünsche euch da draußen einen tollen Start ins neue Jahr. Rutscht nicht aus. Trinkt nicht so viel, damit ihr noch, ja, nicht nüchtern, aber wenigstens noch ein bisschen angetrunken ins neue Jahr kommt. Und Jahresvorsätze, was kann man sich für Vorsätze machen? Man hat ja eigentlich das ganze Jahr über immer Vorsätze, die man erfüllen will, aber dann verschiebt man es immer auf morgen. Aber ich würde mal für YouTube Vorsätze machen. Und da setze ich die hoch an. Da geht es da wieder um die Abonnentenzahl. Und um euch selber. Kommentare mäßig.
Ich möchte gerne, und das wäre ja mehr ein Wunsch an euch, aber ich würde mir wünschen fürs nächste Jahr oder als Vorsatz, dass man nächstes Jahr zu Silvester sagen kann, die Abonnentenzahl, die Zuschauerzahl hat sich verdoppelt. Das heißt, vorne würde eine 3 stehen. Das ist jetzt ziemlich hoch angesetzt, glaube ich. Aber ja, es würde mich freuen, wenn ich mehr Leute erreiche mit meinen Videos und ja, sich der ein oder andere Kommentar mehr in die Videos schleicht, denn das ist ja ziemlich mager. Also schreibt, 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 schreibt unter meinen Videos. Und zu guter Letzt seht ihr jetzt, wie Sirius bei Old Republic eine Wasserknalle hochsteigen lässt. Ja. Mann. Ja. Frohes neues Jahr. Adieu.